Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Birthdays The Beginning. Heute werden wir uns ein klein wenig wieder um die Landbevölkerung kümmern und hoffen, dass wir viele neue Landbewohner bekommen, vielleicht endlich mal auch andere Tiere außer unsere Spinnen. Jetzt lassen wir hier erstmal ein klein wenig. Grünen. Andra Comedusa. Ich möchte mal ganz kurz gucken, ob wir den schon gescannt haben. Bücherei. Ah, anscheinend haben wir den schon gescannt. Den auch. Ja, okay. Und dann schauen wir doch mal. Wir müssen ja hier in dieser Richtung ein bisschen weitermachen. Glaube ich. Waren hier nicht die Fische? Oder waren die hier? Fische, sage ich. Ja. Ich meinte natürlich Dinosaurier. Ja. Die kleinen Fischis hier brauchen wir. Kleiner Fisch in zahlreichen Meeren heimisch ist entstanden zunächst im Ozean, als Pflanzen sich an Land vermehrten. Sehr gut. Also wir brauchen die Geburtstemperatur von 30 bis 40 Grad und wir brauchen die Tiefe Meer. Dann sollten wir uns doch da mal drum kümmern. Okay. So. Mit I, glaube ich, kommen wir hier rein. Gut. Also. Oh. Also 30 bis 40 Grad, glaube ich, war's. Wir haben hier. Wow. Sehr viel Grad. Und hier sehr wenig. Dieses Steinchen hier werden wir doch mal ersetzen müssen. Und zwar. Was war das? Samen der Mutation. Ja, ganz toll. Ach ja, hier. Ja. Und. Jetzt haben wir den hier mal entfernt. Samen der Mutation hier mal hin. Ja, wieso nicht? Gut, dann gehen wir mal raus. Ah, das geht ja wieder nur, wenn wir in diesem Modus sind. Und dann lassen wir den ganzen Spaß mal laufen. Okay. Ja, war super. War klar. Unser Sternchen hier ist wieder ausgestorben. Okay. Mal hier reingehen und schauen, was wir so bekommen haben. Seht ihr hier irgendwo? Ach ja, hier. Jo, hier sind genau die Fische, die wir benötigen. Glaube ich. Hoffe ich. Ja. Schaut sehr gut aus. So, dann gehen wir mal hier rein. Spielbeschreibung, Bücherei. Baum. Wie kommen wir hier hin? Dieser Fisch schuf sich einen Lebensraum in der Tiefsee. Ah, Jagd Andreolepis. Und braucht eine weite, ebene Fläche in der Tiefsee, um zu entstehen. Ah, super. Also, wir müssen die Tiefsee
bauen. Und zwar mehr Tiefsee. Nochmal einmal. Sehr gut. Dann machen wir das hier auch noch. Da ist halt die Tiefsee bei uns eher an Land. Das kann ja auch mal passieren. Wieso nicht? Oh. Gut. Das schaut doch schon mal gut aus. Ob das jetzt halt als weite Ebene Fläche zählt, weiß ich natürlich nicht. Aber wir können ja hier mal noch ein bisschen nach unten gehen. Also für mich würde das als weite Ebene Fläche zählen. Hoch, hoch, runter, hoch, hoch. Also wir haben Erfolg, eine Errungenschaft freigeschalten. Dann können wir hier mal eins dieser tollen Blätter hier nehmen. Großes Erholungsblatt. Ach ja, das hier. Sollte uns 1000 Punkte geben. Ja, passt. Dann hier wieder raus. So. Dann sollte das eigentlich als Tiefsee voll und ganz ausreichen. Also wenn das jetzt halt nicht als große Ebene zählt, dann weiß ich auch nicht. Dann holen wir uns die ganzen Dinger hier noch. Was haben wir? Erholungsblatt, Samen der Mutation. Samen der Mutation kann man immer gebrauchen. Wasser des Lebens. Wasser des Lebens? Ah, theoretisch könnten wir, denke ich mal... Falls alles aussterben sollte, können wir wieder von vorne anfangen. Hä? Wasser des Lebens. Geheimnisvolles Wasser, das Organismus Fruchtbarkeit erhöht. Kann im Würfel erscheinen, wenn sich Plankton vermehrt. Ah ja, interessant. Was haben wir noch alles hier? Ja, wie gesagt, unsere UFOs. Froststein. Ja, abkühlen brauchen wir jetzt mal noch nicht. Denke ich. Gehen wir hier mal rein. Baum. 25 bis 31 Grad. Ups. Ich glaube, die Perspektive ist nicht unbedingt gerade immer die beste, die ich benutze. Naja, hier. Temperatur 23 Grad. Wir könnten diesen Stein jetzt einfach mal hier hinsetzen. Hey. Hallo, Stein? Dankeschön. 33 Grad. Dein Ernst? Reicht uns, dann gehen wir nicht. Wir sind genau nicht drinnen. Oh, ist das ärgerlich. So. Temperatursteigerung machen wir, indem dass wir den Ozean vergrößern.
Das sollten wir vielleicht mal hier hinten tun. Bauen wir doch noch einen zweiten Ozean. Ups. Okay. Dann hier noch. 1 Grad mehr. 2 Grad müssen wir nach oben gehen. Und hier weiter. So. Und dann lassen wir mal laufen. Kalunia stirbt aus. Das, ja. Aber unsere Fische hier, die... Oh. Die Nortis. Haben wir den schon gescannt? Hm. Mal gucken. Also ich sehe jetzt auf der Minikarte ehrlich gesagt nichts in irgendeiner Art und Weise aufblinken. Nein, nicht wirklich. Schauen wir mal, ob wir unsere Spinnen hier noch entdecken. Ah ja, hier sind Spinnen. Sehr gut. Was für eine Temperatur haben wir jetzt hier? 34 Grad. 24 Grad. Wird schon. Was wir aber mal entfernen könnten, dann... Na, nee. Passt schon. Gut. Hier mit ihr wieder raus. Ja, ja. Moskitogras. Bücherei, Baum. Yep, hier ist er. Glaube ich. Mal hier rein. Yep. Scheint so. Ah, da ist er. Gucken. Tauchen hier. Yep. Cool. Dieser Fisch schuf sich einen Lebensraum in der Tiefsee. Ja, das haben wir schon gesehen. Evolution ist gut. Und dann gucken wir mal. Nein, das war's nicht. V und N. Gut. Wie kommen wir jetzt an Land mit diesem Brummer hier? Wir brauchen das Krokodil. Land. Geburtstemperatur sind 27 bis 33 Grad Celsius. Anpassungstemperatur ist mir egal. Geburtsfeuchtigkeit 49 bis 88 Prozent. Das sollten wir irgendwo hinbekommen. In der Blütezeit von Koala, ja, von dem Fisch, war diese Amphibie die erste, die an Land ging. Ist noch nicht ganz an das Leben an Land angepasst und entsteht nur in Küstennähe. Ja, das ist okay für mich. Dann mal wieder raus. Und. Okay, Moskitogras ist ausgestorben. Kommt vielleicht wieder. Wir werden sehen. Kalunia. Ja. Moskitogras ist wieder zurück. Sagte ich doch. So, dann schauen wir mal, was noch alles so kommt hier. Ichthyostega. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier reingehen, sollten wir das nächste Landtier haben. Vielleicht? Hm?
Na, wo will er denn hin, der Bub? Komm her. Wo ist der putzig? Sehr gut. Eingefangen. Danke, mein Freund. Captured. Genau, das haben wir eh gerade schon gelesen. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir von dem her... doch gleich mal etwas Evolutionssaft versprühen. Samen der Evolution. Samen der Mutation, das ist das Richtige. Und J. Sehr gut. So, jetzt sammeln wir den ganzen Spaß hier nochmal ein. Ups. Das war jetzt nicht beabsichtigt. So. Hey, Spinne verteilt sich im Wald. Sehr gut. Gut. Ups. Ah, Gott, diese Kamerasteuerung. Blümchen. Wir werden jetzt dann demnächst auch, denke ich mal, einen etwas größeren Berg bauen. So, Temperatur sinkt hier wieder. Ach so. Ja, das ist blöd, weil ich den eigentlich hier noch... Ja, den wollte ich eigentlich noch senken. Dein Ernst? Okay, dann lassen wir das so. Und raus. Raus. nein. Hier in der Bücherei nochmal rein. Sehr schön. Und da kommen dann die ersten Dinos. Sehr gut. Gut. Wird schon langsam. Wo ist eigentlich der Mensch angesiedelt? Der müsste hier auch irgendwo sein. Der nicht. Der auch nicht. Ja, hier. Also beim... aus der Maus kommt der Affe. Noch ein Affe. Ganz viele Affen. Und Mensch. Was haben wir hier drüben noch? Vogel. Ja, aus den Raptoren entwickeln sich die. Sehr gut. Ja, also ist der nächste große Meilenstein dieses wunderhübsche Tier hier. Wo eigentlich auch kein Problem sein sollte. hier. Gut. Raus und laufen lassen. Ah, das ist... ah, den müssen wir doch schnell scannen. Na. Na, falsche Richtung. Wo ist er? Yeah, der Schwarze. Der schaut doch mal cool aus, oder? Der von der... also der Itchy, der von der Küste in Süßwasserregionen gewandert ist, ernährt sich hauptsächlich von Flussbewohnern.
Aber Flussbewohner, glaube ich, haben wir ja noch überhaupt gar keine. Aber ich weiß, ehrlich gesagt, ich glaube, das machen wir hier mal. Wasser des Lebens. Mal testen, was dann passiert. Vielleicht kommt ja was. Vielleicht. Wir können ja mal reinschauen, wie wir an Flussviecher hier rankommen. Baum, Baum. So. Ich denke mal, dass wir hier in der Richtung kleine Meeresfische, Salzwasser. Meeresfische, okay. Kleiner Fisch mit Zunahme der Flüsse an Land vom Brackwasser ins Süßwasser gewandert ist, entsteht, wo sich mehr Flüsse in mittlerer Höhe bilden. Was ist denn bitte mittlere Höhe? Höhe Fluss. Also das hier, ach ja, 30 bis 40 Grad. Hm. 30 bis 40 Grad ist doch mal ein klein wenig entfernt hier. Was wir da mal tun können ist... Okay. Dann werden wir doch das Steinchen hier mal hinsetzen. Na. Jetzt ist er hier. 10 Grad, 38 Grad im Fluss. Passt. Hat auch das Brackwasser hier schön mit dabei. Passt. Schauen wir mal, was es hier noch gibt. Was haben wir hier bekommen? Mittleres Erholungsblatt. Und mittleres Erholungsblatt. Wunderbar. Und laufen lassen. Wow. Wow. Wow, alles stirbt. Schön. Ist ja nicht so. Borealis. Haben wir irgendwas Neues? Ja, da hinten. Ein Pflänzchen, kann das sein? Nein. Weichtier, das in der Nähe von Codium fragile lebt, hat in kühlen Regionen den Platz von Dinortis eingenommen. Das ist schön. Level up. Gut. So. Dann mal raus hier. Und. Okay, Wagenophyllum. Mal gucken, was das ist. Das ist übrigens jetzt auch der letzte, den wir uns anschauen. Oh, hier. Ups. Und? Scannen wir den doch einfach mal. Oh, eine Koralle. Codium fragile in kühlen und tiefen wächst. Astarte borealis versteckt sich ebenfalls in ihr. Das ist schön. Was haben wir hier? Kleines Erholungsblatt. So, das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir noch ein Like da. Und ich hoffe, ihr schaltet zu einer der nächsten Folgen wieder ein. Bis dahin, mein Name ist Erakol. Ciao.